Irgendwie dann kann er ja Was? am nächsten Morgen vom Fußende her reinkrabbeln. Aber ich habe nicht bei dir geschlafen. Ja, wurde deswegen abtransportiert. Eine Polizei gerufen vom Bett aus, weil ich Angst hatte, wenn er schläft. Bin wohl geschlafwandelt. Die Geister sind heute auch leicht verstört, wahrscheinlich, weil du mich hast abtransportieren lassen. Oh, jetzt kann ich den Bohneneintopf. Toll. Sehr schön. Wo hast du den jetzt hergelernt? Clint hat mir ein Rezept geschickt. Oh, achso, den habe ich vielleicht dann auch bekommen bei ihm. Wollen wir jetzt mal runtergehen zur Kanalisation? Ach Können wir eben, da genau, was da war machen? ja was. Kanalisation, kommt Können wir ihr da alle was mit? Seid machen? ihr alle bereit? Nämlich, ich muss erstmal die Kühe machen, Moment, gell? ich will auch hier den Boheneintopf. Neues Rezept, komm. Ich habe komisches Brötchen gelernt. Von Shane. Ja, Was Shane kann komisches. halt. Shane ist halt Single, der kann nicht so schöne Sachen wie der Und Clint. Boheneintopf habe ich auch gelernt von Clint. Ha! Ich kriege einfach Puh. mehr als du. Puh. So. Lass sie doch was darauf Kanalisation. ein. Ich muss auch die Tiere machen. Ja, das ist ihre Pflicht. Ihre heilige Pflicht von Gott So lange übertragen, sich um dauern die das, ne? Tiere zu kümmern. Ist es jetzt eigentlich so, dass ich im Winter gerade die Einzige bin, die irgendwas für die Farm macht? Das finde ich nicht so ehrlich Ja. fair. Ich angel dafür die ganze Zeit, damit wir Geld kriegen, Ja, ja? weil du Spaß hast dran, nicht weil wir da Geld kriegen. Und weil wir Geld kriegen. Wann angelst denn du mal was Gescheites, was richtig Geld bringt? Ich habe bestimmt schon 10.000 Gold erangelt im Winter. Warum haben wir eigentlich den Hühnerstall ausgebaut, aber nicht den Kuhstall? Ja, Weil wir weil es noch wir nicht noch kein gemacht Geld haben. hatten. Ja, genau, Wir weil wir kein müssen Geld ja auch für mal Geld die für mein Tage Schwert machen. sparen, ne? Nein, dein Schwert ist vollkommen irrelevant. Ich hole dir irgendwann mal ein Brauchbares. Ich muss Klar, gerade ich wieder einen brauche mir, sobald schweren ich die Fisch fangen. 25.000 da sind, kaufe ich mir mein Ah, Schwert, gell? Das ist dir 25.000. klar. 15.000 reichen Ist dir vollkommen. Du klar. verlierst das sowieso wieder. Ich verliere es nicht sowieso wieder. Okay, Wette. Ich krieg ein Bier aus deiner Region Ich zugeschickt, habe ein wenn du Stör dein gefangen! Bier in den nächsten zwei Streams nicht verlierst. Also Okay, wenn ich wenn die nächsten du zwei Streams nicht verliere, kriegst du ein Bier aus meiner Region. Die Wette halte ich. möchtest. Wenn du bist Webmaster, kommt, wir müssen runter in die Kanalisation. Wenn du es schaffst, das über zwei Streams dein Schwert zu behalten, ne? Also Wir reden gesetzt aber den von Fall. Stardew 25.000. Valley Streams, ja, weil Lumi Ja. streamt ja auch Dota. Genau, also ich rede ja Ne, auch ne, von da habe ich hier gar nicht von gedacht. unseren. So sneaky bin ich nicht. Ja, ich rede Also. ja von unseren gemeinsamen Genau. Streams, ne? Also. Ein Bier aus Lumis Region für den Felix, wenn ich die nächsten zwei Streams mein Schwert behalte. Genau. Nee, wenn du es verlierst, ja, sinnvoller, oder? Oder wenn du So, ja, du hast recht. Wenn ich es verliere, bekommst du ein Bier aus meiner Region. Und wenn du es Und behältst, kriegst du eins aus meiner Region. ich habe ein Herzlichen bisschen Glückwunsch Angst, dir zum meine Adresse zu Freiberger. geben, aber ja. Ja, das war bloß ein eingepacktes Paket mit einer Bierflasche drin. Das ist ein Deal, Du so kannst hier. dich entscheiden, ob du einen Pilz willst oder irgendwas anderes. Das ist mir egal, ich krieg dann ein sächsisches Bier. Das schmeckt eh nicht, aber Oh, sag mal. es geht ja um die Geste. Okay, dann zählt Genau, dieser Glückwunsch Stream zum jetzt schon Radeberger, mit oder sagen der sie nächste sowieso Teil? schon. Erst den nächsten. Kommt ihr jetzt mal runter in die Kanalisation? Ich gucke hier Ich schon finde und sie gerade warte. nicht mehr. Ich bin zu doof Benni, dafür. wo bist du Ich bin denn? nach links Okay. gelaufen. Wo du bist Zeuge. So, und ein Bier aus. Es gibt Bier tatsächlich. Es gibt gute Bier. Hessisches Bier. Bei mir gibt's auch Benni, einen du musst Zeugen. komm Ja, mal ich bin auf zum dem Hauptkern. Weg. Bei mir gibt's auch einen Gute Zeugen Bier. namens Xeli. Ja, und wir haben Benni. einen Stream-Zeugen bei mir namens Valvo und Ben ist auch Da, Zeuge. da. Ich bin Das da. heißt, übrigens, nächste Woche kann ich nicht, wenn wir schon beim Thema sind. Da kann ich nicht Ach streamen. so, das ist schon mal ganz toll. Hast du nächste Woche Ja, deine wohl gern. Tage? Benni, wo bist du denn? Wie, Ich aber ich bin meine im Tage kann Dorfkern. ich hier Ich bin bei der unten in diesem. Kanalluke. Wo bist du denn? Warum denn? Komm doch in den Dorfkern. Ach so, dann lass uns halt drinnen treffen. Im Dorfkern, da wo der Kreis ist, am Nein, du gehst jetzt Marktplatz. einfach rein im Dorfkern, wir treffen Ich uns war hier noch drinnen. Wir nie kommen von der drin. anderen Seite. Ist Ach ja voll so. eklig. Wir kommen von der anderen Aua, Seite. eine Art Kraftfeld blockiert den Weg. Oh. Sam hat Felix beim Durchsuchen des Müll. Also. Toll, toll. Ja, Schön für ich dich. hab den da nicht stehen sehen. Der spielt mit seinem Handy da rum. Also Hier du geht's sollst hoch. niemanden zeugen, du sollst bezeugen, Okay. was du gehört hast. Von wo kommt ihr denn jetzt? Von Die sind der schon anderen unten Seite. drin. Achso, da ist das Vieh wieder. Hallo. Ich glaube, das ist noch eins, oder? Beim Dings ist Ein ein anderes. menschlicher Besucher? Das ist höchst ungewöhnlich. Ich bin Krobus, ein Verkäufer seltener und exotischer Waren. Jetzt redet Felix mit dem, glaube ich. Der Kann man hat hier aber irgendwas noch was angeln? gesagt, Benny, ne? Der hat uns Ja, ich kann nicht passieren, mit ihm ne? reden, wenn du mit ihm redest. Ach so. Ja, dann mach du. Jetzt angel ich. Ich hab keine Angel Oh, mit. komm, dann gehe ich jetzt. Kann man hier Meine überhaupt Güte. irgendwas Sinnvolles angeln? Oh Gott, hier kann man hier wirklich was angeln. Ja. Hä? Wir können mal angeln. Hä? Hä? Verstehe die Bewegung nicht von dem Vieh. Am Freitagen schweige ich als ein Zeichen meiner Hingabe zu Jehova.
So, jetzt verkauft er uns irgendeinen Scheiß Schatteneier zum Beispiel. Aber Schatteneier können wir doch irgendwann auch selber machen. Das ist ja Schattenei alles. Kannst du vor allen Dingen an Sebastian, das mag der am liebsten. Eine Sternfallfrucht. Ja. Lass Benni jetzt mal reingucken. Hessisches nice. Bier, das schmeckt doch nicht, wurde bei mir gerade geschrieben. Keine Ahnung, nicht. Aber hessisch. Bier ist gut. Das was? Ich bekomme es nicht hin. Nee. Was schmeckt nicht? Hessisches Bier wurde gesagt, schmeckt so. Nicht. Naja, was sagt denn der Stream? Das Zepter bräuchten wir auch, wenn wir genug Geld haben. Was sagt denn der Stream-Zuschauer zu Feldschlöchen? An Freitagen schweige ich als Zeichen meiner Hingabe zu Joba. Ich hab's gerade vorgelesen, dann. Mir egal, du hast aber nicht richtig vorgelesen. Zeichen des Gefühls. Monsterkamin. Ich hätte gerne den Monsterkamin. Und Kristallboden. Ja, das können wir alles noch später. Kristallboden ist tatsächlich total arschlos, weil es wie Steinboden aussieht. Aber ich hätte gerne die Sternfrucht. Dafür würde ich sogar mit dem Schwert noch ein bisschen warten. Aber nee, ich muss das Schwert ja kaufen, damit ich dann die nächsten zwei Streams meine Wette einhalten kann. Also zuerst gibt es das Schwert. Warum? Da noch ein bisschen Zepter der Rückkehr. Der goldene Griff. 2 Millionen. Ich bin mir gerade nicht sicher, redest du mit Felix jetzt oder mit Lumi? Weil ihr wird gerade geschrieben, da kannst du auch Filterwasser trinken. Feldschlösschen geht so. Am liebsten das Bier aus meiner jetzigen Heimat. Braustolz. Braustolz, welche Heimat ist denn das? Naja, ich hatte ja die Frage mit dem Feldi gestellt. Ich glaube, er bezieht sich beim Anfang auf das gute Bier aus Hessen und danach bezieht er sich auf Felix. Aber gute Bier ist gut. Gute Bier ist gut, deswegen heißt es gute Bier. Mit nach Bayern gebracht, ja. Weil extra, es so vermisst hat. Als wäre das ein toller Import. Ich habe einen 1,30 Meter langen Karpfen geangelt, ja. Ja, geil. Hier schön in der Kloake, da gibt es die guten Karpfen. Ach, ihr seid hier unten reingekommen, oder? Ja. Österreichisches Bier können wir einpacken, als ob Valvo. Keine Ahnung, hast du. Also Filterwasser Hessen, Feldschlösschen geht so. Feldschlösschen habe ich tatsächlich schon ein paar Kästen weggetrunken. Und ich trinke erst, seitdem ich 28, dreiviertel Jahre alt bin. Und ich bin 29. Ich trinke erst, seitdem ich 364 Monate alt bin. Ja, ja, so ungefähr. Forellensuppe. Was sind das eigentlich für komische Fische, die so einen Bubbel auf dem Rücken haben? Ja, den hatte ich vorhin auch, den habe ich nicht hingekriegt zu fangen. Ach, Sternfallfrucht. Und wie kann ich verhindern, dass es auf dem Boden so hin und her bobst? Indem du es langsam runterlässt. Okay, aber wenn ich so schnell lasse, dann gibt es keine Möglichkeit. Dann hüpft es, ja. Ja, dann prallt das wie so ein Flummi zurück. Du musst es halt kurz vor dem Boden abfangen, ein bisschen. Der Fisch ist echt schwer, der mit seinem Bubbel. Ja. Den gibt es auch nicht so häufig. Ich hatte nicht schon zweimal. Ich hatte nur einmal. Schweinerei. Oh toll, jetzt habe ich so einen Fisch, wo ich gar nichts machen muss. Ich gehe dabei in die Biene. Ich habe nämlich das ganze Erd schon wieder alles verbrannt. Carpador. Carpador. Macht Platscher. Brauchen wir einen Stör eigentlich, um das irgendwo abzugeben? Naja, geh da einfach mal auf Escape. Bin und schon dann dabei. Ich will da hoch. Ich knie da hoch. Handwerksraum, oh, Aquarium. Das ist total witzig, der eine Fisch bewegt sich nicht und der andere, der ist partout nicht zu kriegen. Katzenfisch. Wir brauchen noch einen Gotteslachs, ja, haben wir schon. Wir brauchen noch einen Katzenfisch, tatsächlich, auf jeden Fall. Und einen Waldspringer. Katzenfisch und Waldspringer brauchen wir noch. Waldspringer gibt es, glaube ich, im Wald. Und den Stör müssen wir auch abgeben, sehr schön. Yay! Ja, da und, so hinten. Und ein Buntbarsch ist ein Ozeanfisch. Bist du auf diese tolle Erkenntnis gekommen, Lumi? Aber Stör brauchen wir auf jeden Fall zum Abgeben. Ich also, meinte da hinten in diesem Hartholzwald. Fitwasser und nicht Filterwasser ist hessisches Bier. Ja gut. Was ist Fitwasser? Fit kennt Lumi nicht. Gibt's nur im Osten. Das ist quasi Priel. Spüli. Na toll. Also schmeckt quasi wie Seife. Ich hab schon verstanden, dass es einfach nicht schmeckt. Aber ich bin ja eh kein Biertrinker irgendwie. Ich habe mir letztens jetzt, kann der Streamer auch was zu Krebensteiner sagen? Das habe ich mir letztens geholt. Ich will es jetzt ungern öffnen und nie wissen, was drin ist. Wenn du ja sowieso dich so gut mit Bier auskennst. Wenn du es jetzt schon gekauft hast, wirst du es sowieso öffnen und trinken. Ja. Also ich meine, wenn er jetzt sagt, es schmeckt scheiße, wirfst du es dann instant in den Müll, ohne es aufzuhören. Und dann hätte ich gern noch eine Einschätzung von dem Streamer. Also ich weiß ja, wie es schmeckt. Streamer? Du meinst vom Zuschauer? Zuschauer? Ach Mann, ey. Tut mir leid. Ben ist der Streamer. Ja, ich bin ja schon ein bisschen empfehlen. Ich gebe jetzt eine Einschätzung, es schmeckt kacke, weil es Bier. Nein, zu Radeberger. Ja, es schmeckt kacke, weil es Bier. Aber Radeberger scheißen echt wie geil. Radeberger. Ich hab's geschafft! Was ist das denn für ein Mutantenkarpfen? Mutantenkarpfen, wie geil ist denn der?
Sau cool. Okay, legendäre Mutantenkarpfenfisch gefangen. Finde ich gut. Das ist übrigens der Fisch mit dem Buckel auf dem Kopf. Ja, ja, dann lass ich es auch. Aber den ich jetzt gerade an der Angel habe, den hole ich noch. So, warum ich gehe jetzt noch schnell in... Keine Ahnung, ist auf jeden Fall irgendeine Errungenschaft. Also am Meer gibt es auch einen, der einfach eine Katastrophe ist, den kriegt man nicht. Echt? Ist eine Errungenschaft? Eine Steam-Errungenschaft? Nee, hier links unten kam gerade, dass das irgendwie eine besondere Sache ist. Wie hieß das? Gräfenfelder und Radeberger kann man trinken. Ja, ich glaube Gräfenfelder hat er gemeint. Also Radeberger ist in Dresden echt verschrien, weil, also jetzt an den Zuschauer gewandt, weil du kriegst davon einen mörderischen Kopf. Also ich weiß ja nicht, ob du mal eine Flasche davon haben willst. Da kann ich ja mal besuchen. Ich will davon keine Flasche haben. Nee, du nie, aber der Zuschauer da vielleicht. Also von Radeberger. Sind alle wirklich Leute Bier verschinken oder was? Was ist denn los bei dir? Felix hat Geld anscheinend. Ja, offensichtlich. Dann kaufen wir mal irgendwie was Gescheites, neuen Fernseher oder so. Das wäre cool. Nee, wir reden ja von Bier, nicht von Fernseher. Hm? Das ist ja. Ja, und? Wenn du Geld hast? Wenn du Geld übrig hast? Ey, komm, ja. Also so viel das Geld stimmt, Radeberger gibt gut Kopfweh, kam hier gerade. Ja, das ist echt harte. Also, wo ich das erste Mal getrunken habe, dachte ich. Das war echt abartig. Das muss ich noch, glaube ich, einen Tag machen. Übrigens, Lumi, mir ist wieder, wir hatten doch letztens das Thema, dass manche Kalender als Sonntag den ersten Tag der Woche ansehen, ne? Mhm. Ich weiß, warum mir das besonders aufgestoßen ist, weil der Google-Kalender das auch macht und unsere ganzen, Termine über Google-Kalender organisiert. Mhm. Der ist Sonntag, der erste Tag der Woche. Total dumm. Hatte mich letztens wieder in Treffen auf Sonntag gelegt mit einem Arbeitskollegen, weil ich dachte, das wäre Montag. Ich bei uns im Betrieb ist das auch so, da sind die ganzen Sonntage, also das kommt aus dem englischsprachigen Bereich. Ja, kommt aus dem amerikanischen Bereich, dass Sonntag der erste Tag der Woche ist. Das ist doch sowas von bescheuert. Gott hat am letzten Tag geruht und nicht am ersten. Ja, oder hat er verpennt, ne? Wenn er hätte, dann wäre er so wie ich, nämlich Langzeitstudent und hätte die Erde niemals fertig gekriegt. Ja, wir wissen ja nicht, wie lange er gebraucht hat. Ich hatte noch einen Längdorsch gefangen. Sehr schön. 7 Tage laut dem Genesis. Sehr schön, Benni. Ja, aber vielleicht haben sie einfach die ersten 70 Tage weggelassen, weil da nichts passiert ist. Da hat er rumprobiert und es hat nicht funktioniert. Ey, ich war gestern Abend total besoffen. Hoffentlich habe ich nichts Schlimmes entworfen. Gott war eben kein Langzeitstudent. Wenn er einer wäre, dann wäre die Erde ja heute noch nicht da. Vielleicht haben wir einfach 20 Milliarden Jahre nicht wahrgenommen, weil da hat er die Erde gemacht. Nee, funktioniert nicht. Wieder weggeschmissen, neue Erde gemacht. Was denkst du, woher die ganzen unbewohnten Planeten kommen? Eben. Und dann die mit den Ringen da, also das geht ja überhaupt nicht. Also ich würde schon behaupten, Gott hat viel rumprobiert. Wir reden gerade über Gott und wir streamen. Also na gut, Lumi streamt ja zum Glück gerade, aber sonst hätte ich gesagt, wir streamen gerade aus einem sehr konfessionslosen Bundesland. Also stimmt gar nicht, wir sind nicht konfessionslos. Also bitte. Naja, Sachsen ist das konfessionsloseste Bundesland. Du meinst von den Einwohnern her, aber Sachsen selber ist evangelisch. Ja, was Ben sagt, ergibt manchmal tatsächlich sowas wie Sinn. Manchmal. Stimmt schon, das mit den unbewohnten Planeten, die Beweisführung, dass das Versuche, oh Gott, einfach gescheitert ist, das kann ich durchaus nachvollziehen. Auch mit den Sonnensystemen und sowas, das kann man ja beliebig fortführen, ne? Wollen wir nicht noch lieber die Reptiloiden fragen? Die Reptiloiden, die Krebsmenschen. Kennst du es nicht? Reptiloiden, Hillary Clinton ist ja auch eine Reptiloidin, weil sie so komisch mit den Augen guckt. Hat mal einer bei Domian angerufen. Der hatte das gesagt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer Domian ist, aber ich glaube, das will ich nicht wissen. Ey, kennst du das jetzt? Domian kennst du nicht? Nope. Benni, aber ich jetzt nie. Das finde ich, glaube ich, nicht, dass es eine Bildungslücke ist, tatsächlich. Das ist eine Bildungslücke. Das ist eine Bildungslücke. Nee, wenn es um Reptiloiden geht, gibt es keine Bildungslücken. Nein, speziell um die Reptiloiden, es geht um den Domian. Domian ist eine Sendung auf dem WDR, wo nachts Menschen anrufen können und da hat er verschiedene Themen. Ich glaube, das habe ich sogar doch mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass diese Sendung so heißt. Jemand Hackfleisch vögelt, das kennt jeder. Lumi, das war, den gibt's nicht mehr. Der hat aufgehört. Ja, ja, der hat ja auch ein gewisses Alter erreicht, aber ich fand den eigentlich ganz cool, weil ich glaube, der hat auch echt Leuten wirklich geholfen. Also so mit den Gesprächen und so. Lumi, warum machst du das nicht? Dass die Leute können einfach in deinen Discord kommen, dann redest du kurz mit denen, während du da spielst. Was ich jetzt machen soll, wurde mir von einem Kumpel empfohlen, Workshops für Polygamie geben. Was? Das funktioniert doch bei dir nicht. Du hast selber keine Ahnung, warum das funktioniert. Ja, das weiß ich. Also ich könnte es wissenschaftlich aufzählen mit einer Erklärung, warum Monogamie Schwachsinn ist. Und dann soll die Königin der Soßen. Pärchen. Preiselbeersüßigkeit. Hier ein Rezept, das Spaß macht. Königin der Soßen?
Und ja, und mit dem du das Neujahr feiern kannst. Preiselbeeren sind an sich ziemlich bitter, aber tauche sie in ein Bad aus Zucker und sie schmecken wie die Tränen eines Engels. Wer hat mir hier so eine Tempelanlage reingehangen als Gemälde? Wer wohl? Du. Nee. Der Zumenga weiß, wie die Tränen von Engeln schmecken. Die geißen, heute sehr glücklich bei mir zum ersten Mal. Oh, schön, der Clint gibt mir Algensuppe als Rezept. Lecker, lecker, lecker. Mann, Algensuppe. Wo kriege ich denn jetzt möglichst schnell möglichst viel Kohle her? Ich muss die Tiere noch machen. Ja, ja, du musst die Tiere noch machen. Mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Wir verkaufen jetzt einfach den Spielplatz mal an. 10. Leute. Was? Leute, 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison, sieht ihr den Busch über dem Spielplatz an. Okay. Ja! Ist das heute der 28.? 12 Uhr mittags. Ja, warte mal, wir haben... Mach jetzt so schnell die Tag. Tiere. Ja, heute Paprika. Ist der letzte Tag. Ich kann Paprika-Popper herstellen. Das habe ich gerade als Geheimnis. Okay, dann gebe ich jetzt nicht für die 25.000 das Schwert aus, weil wir müssen ja auch noch Saatgut kaufen, gell? Das wäre sinnvoll, ja. Warum hat mir das niemand gesagt? Am Ende hätte ich das einfach gekauft. Ihr seid Helden. Helden. Wir sind Helden. Gekommen, um zu bleiben. Wie ein perfekter Fleck. Ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Was für ein Busch eigentlich? Naja, komm hier Spielplatz. Komm an den Spielplatz. Der über dem Spielplatz. Aber ihr wollt doch jetzt nicht 3 Stunden noch dort rumstehen und 3,5. So macht man das auf Spielplätzen. Man bringt Bier mit und sitzt sich da hin. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages. Frisch sogar. Stimmt. Den Nachtisch sehe ich bei Familie Müller im Mülleimer nach. Schätze gibt es beim Schmied und im Museum. Das hat man schon. Felix, wenn du dich mal mit Xeli über Bier unterhalten willst, der ist auch auf meinem Discord. Da seid ihr beide drauf. Da könnt ihr euch auch dort irgendwie mal anschreiben und unterhalten. Okay. Und die Tiere leben noch, hast du offensichtlich hoffentlich gerade gesehen. Was ich letztens mitbekommen habe, Benny, ne? Pain Sixten, der ist auch in deinem Discord drin, der ist auch lustigerweise in einem Discord drin, wo ich seit neuestem Vorsaal mitspiele bei Densu. Ja, weil Densu kenne ich ja auch. Achso, okay. Die Streaming-Welt ist klein. Also tatsächlich ist die Forsa-Community im deutschen Raum einfach super klein. Ich bin echt. Ja noch krasser. Ich gucke ja bei Forza Horizon, wenn ich da Leute suche zum Mitfahren, ne, kurzfristig, suche ich eigentlich immer nach Twitch-Streams, die mit Facecam arbeiten. Weil dann weiß ich ja ungefähr, wer dahinter sitzt. Aha, und mit hässlichen Menschen spielst du nicht. Doch, aber ich will den Menschen nur mit sehen. Nee, aber ich will den Menschen sehen. Also Denso ist tatsächlich ein super sympathischer Typ. Wie du aussiehst. Ja, das ist erstmal zweitens. Er sucht der Mitfahrer. Oh, der Spielplatz, schnell! Hey, das sind um 10, um 12 Uhr. Gemeinschaftszentrum. Ah, der war das, genau. Da habe ich das richtig im Kopf. Okay, ich bin schon gleich da. Ich stehe auch schon dort oben. Also, die Community, wie gesagt, von Forza Horizon ist super klein, leider. Und deswegen. Ich bin schon da. Kenne ich, glaube ich, alle halbwegs regelmäßigen Forza-Streamer aktuell. Weil ich halt das ersten anderthalb Monate von Forza 4 viel gestreamt habe. Was für ein Busch geht's um den da? Um den über dem Spielplatz. Um 12 Uhr. Spielplatz. Ist aber erst in um 11. Nee, rechts vom. Ich weiß ja nicht, ob das im Mehrspieler klappt. Ich schaukeln. Das stand in der Notiz drin. Lass mich schaukeln. Ja, aber die kriegst du ja um eins. Ich fand's auch voll schade, dass es nicht geht. Ich wäre auch gern gerutscht, aber es geht halt nicht. Ja, es ist ja auch Schnee drauf, aber schaukeln sollte gehen. Man kann ja, kann's ja wegschippen. Machst du nie ein Kind? Mir wurde als Kind verboten, im Winter zu rutschen, ja. Weil da kann man festfrieren und dann kann man sich die Haut aufreißen, das macht man nicht. Nackt. Ja, ich rutsche auch immer im Winter nackt die Runde runter. Am besten war ja immer, Benni, kannst du dich noch entsinnen, so jetzt geil. Jetzt ist es gleich 12, das ist gleich 12, das ist gleich 12. Geil darf man nicht sagen, geil ist, wenn der Mann von der Frau Sex will. Ja, das hat meine Mutter immer gesagt, meine Mutter ist da komisch drauf. Meine Eltern haben mir das auch erklärt. Yay! What? Plüschunimo, den hätte ich gerne in der Real. Den hätte ich gerne. Ja, hab ich schon. Ach ja, wir haben jetzt alle einen. Hier, oh, ja, ich kann. Den hätte ich gerne im Real. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr niedlich. Auch wie cool. Generell so aus den Junimos Plüsch-Sachen machen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Lumis Herz erobern könnt und einen Heiratsantrag. Das geht bei allen Frauen, glaube ich, mit richtig süßen Plüschtieren. Na, aber es ist. Ein Plüschunimo ist halt so ein Plüschunimo. Das ist schon was Besonderes. Benni, wir haben tatsächlich in unserem Bett, also ich und meine Freundin, wir haben eine kleine Robbe, eine mittlere Robbe und eine große Robbe. Ich sag ja. Die ganz große Robbe. Aber das die ganz große Robbe hast du doch in der Hose. Das ist eher meine Intention. Das ist eher eine kleine Robbe. Lumi, was willst du das denn?
Ich hab so ein Gefühl. Das täuscht mich selten. Sie hat da schon mal hingegriffen, hat sie gedacht, schade, doch, ganz schön klein. Ich hab aber zum Beispiel einen Skoda, ne? Also kein Protzauto, also müsste ich ja eigentlich was Größeres sein. Du bist einfach nur arm. Ich bin Golf gefahren, also. Was ist hier arm? Sag mal. Ich bin doch genauso, aber ich habe gar kein Auto. Aber ich durfte letzte Woche jetzt in, ich weiß gar nicht, was das für ein VW war. Einen ziemlich teuren VW fahren. Riesending. Wahrscheinlich ein Passat oder sowas, ein moderner. Was, ein Passat, ein moderner? Gibt's keinen modernen VW Passat mehr? Doch, aber es gibt nur Passat. Was, ja, halt einer aus den letzten Jahren. Der war halt. Freut sich gerade für mich, dass ich Plüschtiere nicht füttern muss und sie damit länger leben. Das ist auch eine richtige. Wobei Plüschtiere ja auch so ein bisschen, ne? An emotionaler Kälte sterben die ja auch so ein bisschen. Ich knuddel meine Plüschtiere, ich knuddel sie heute noch, die mir wichtig sind. Ja, aber nur die wichtig sind, die anderen, ja. Die werden halt einfach verhungern. Die so ist es sind, die besuchst du halt nie, die brauchen. Was denn du da? Die Lumi macht den Moonwalk mit der Axt. Lauf mal noch ein bisschen drum. Was? Wo? Wie? Bei mir hast du die ganze Zeit diese hier Hacke oben und bewegst immer deine Füße noch? Nicht und rutscht einfach durch die Gegend. Ja. Immer noch, echt? Ja. Okay, war lustig genug. Okay, also wenn ihr einen lachenden Löwen sehen wollt, geht mal beim Ben in den Stream. Aber. Oh, Parablüsch, natürlich kenne ich Parablüsch. Parablüsch war der Wahnsinn. Was ist denn Parablüsch? Du kennst das ist eine echte Bildungslücke. Wir kommen aus dem Osten. Ich bin aus dem Osten, da gibt es keine Plüschtiere. Es gibt eine Internetseite, die heißt paraplüsch.de und da kannst du Kuscheltiere therapieren. What the fuck? Das ist ein Spiel, das ist so cool und es ist echt schwer bei den Kuscheltieren rauszufinden, was sie eigentlich für ein Trauma haben, aber das ist so Spaß. Das sind bestimmt diese Monster, wo du hier deine Sorgen reinstecken kannst. Seli, du hast einen Plüschporo? Ja, das eine davon ist tatsächlich so. Also, aber ich habe das Plüschporo. Als 12-Jährige habe ich das gespielt, aber das gibt's immer noch die Seite. Ich habe das vor 3 Jahren war ich mit Freunden in Barcelona auf einem Rammstein-Konzert und wir haben das voll betrunken auf dem Balkon gespielt. Das hat so Spaß gemacht. Wir haben heute noch Insider davon. Lumi. Die Schlange ist so cool, Lumi, ja. Lumi, und aber das Krokodil ist so süß. Ja. Lumi. Rammstein ist ja am 13. und 12.06. in Dresden. Willst du mal vorbeikommen? Die Tickets sind doch schon längst weg. Ist doch egal, stimmt, wir haben einen großen Garten. Cool, ich auch haben. Vom Dynamo-Stadt und da könnte man sich schön in den Park setzen. Da könnten wir ein Meet and Greet machen. Lumi, Benny und Felix. Weil ich Lumi kennenlernen will. 3 Leute verpflichten, mit den Rammstein irgendwo zu einem Konzert zu gehen, aber ich will eigentlich nicht aufs Konzert, ist mir zu teuer. Und ich weiß auch nicht, ob ich Felix noch, ob ich Ben wirklich kennenlernen will. Ihr beide. und ihr disst mich die ganze Zeit. Also. Ich kann ja meine Freunde mitbringen. Ich glaube, wir sind viel ängstlicher im realen Leben. Also das ist nur die Sicherheit des Internets. Also ich nicht. Ja, wenn du deine Freunde mitbringst, kannst du nicht die ganze Zeit versaute Witze machen, dann wird die noch eifersüchtig auf mich. Das ist ihm ziemlich wurst, meiner Erfahrung nach. Na, sehr schön. Ich wollte dich nur vorwarnen. Weil, wo meint der Felix, möchte gerne mit mir besoffen Parablüsch im Garten spielen. Das passt hier. Ich glaube, der will auch noch ganz andere Sachen mit mir besoffen im Garten spielen, aber... Nee, wirklich. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin so glücklich. Wann ist das am 6.? Am 13.6. Also, und am 12.6. ist Rammstein in Dresden. Doch, ich überlege mir mal, fließt ja noch viel Wasser bis da in den Fluss runter? Ja, also aber bei uns heißt es, fließt noch viel Wasser die Elbe runter tatsächlich. Ja. Bei uns ist es, fließt viel Wasser den Main oder den Rhein runter, je nachdem, wo du halt gerade bist. So, aber so viel Wasser ist es doch gar nicht mehr im Rhein. Es geht nur um die Elbe. Die Elbe ist der einzige Fluss weltweit. Finde ich. Deswegen habe ich es ja jetzt umgemünzt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass es bei euch andere Flüsse gibt, um die es geht. Ja, aber du hast falsch umgemünzt, du hättest Elbe sagen müssen. Wieso weißt du nicht, dass es Elbe heißt? Kriegt jetzt Kürbiskuchen. Kürbiskuchen? Schatz, wir gehen zum Rammstein-Konzert im Sommer. Ich will da gar nicht hin. Lumi, das ist mir egal, Lumi kommt. Und am 12.06. vorbei. Zum Warum parierst du hier mein Vorbeilaufen? Also erstmal habe ich gesagt, ich überleg's mir und nicht, dass ich vorbeikomme. Nee, das ist schon beschlossen. Und dann kann der wird schon in Flotte Dreier vorbereitet. Ich relativ wenig anfangen, oder? Was kannst du mit was? Sie kann mit meinem Namen wahrscheinlich noch nicht so viel anfangen, oder? Ich habe ihr ein paar Mal schon gesagt, dass ich ja mit Lumi und mit Benny zusammen Stardew Valley zocke und in 2 Mal hat sie ja auch zugeguckt und zugehört. Ach so, na dann ist sie sitzt daneben, während wir dumme Kommentare machen und du wunderst dich, warum Felix natürlich so ruhig ist.
Hm. Naja, momentan Gott, ist das denn für ein Fisch? In der Stube und guckt Fernsehen. In der Stube auch. Ist und die Katze? Ah, ich hab jetzt. Denn so? Hä, wir reden immer so, bei uns ist immer Stube. Stube, die Stube. Stube. Also bei uns sagen tatsächlich alle Leute, die ich kenne, sagen Stube. Meine Oma sagt auch Stube, aber Leute in meinem Alter sagen nicht Stube. Ich kann sogar noch einen draufsetzen und kann sagen... Ich habe einen Diamant geangelt. Oh Mann, scheiße, mit dem Schwert hier stirbt man ja die ganze Zeit. Ich habe Stube geredet. Ich kann sogar noch einen draufsetzen und sagen, ich sitze im KZ. Weil das in der Expertise von den Wohnungen heißt, das Kinderzimmer echt immer KZ. Ja, aber das hat nichts mit uns, mit Dresden zu tun. Ja, nee, aber... ne. Das ist überall so. Beideutigkeit. Das ist in Dresden aber witziger. Ja, eben. Wieso ist das in Dresden? In Dresden gab es kein KZ. Das ist überhaupt nicht witzig, das ganze Thema, aber. Und wie gesagt, in Dresden gab es kein KZ. Aber Benni, ich hab mir. Das ist ja direkt neben dem anderen, oder? Relativ nah an einem großen, ja. Kompletten Themenwechsel, aber ich habe mir einen neuen Deckenspanner geholt. Die Katze geht voll drauf ab. Was ist denn ein Deckenspanner? Ein Deckenspanner ist ein Kratzbaum, den du bis zur Decke spannst. Ah. Ja, gut. Oh, wow. Schön. Dass die Katze darauf abgeht. Und jetzt sitzt sie gerade ganz oben auf dem Haus, liegt quasi auf dem Rücken und hat den Kopf komplett überdreht nach unten und guckt mich die ganze Zeit an. Ja, ich würde auch oben liegen, wenn ich da hochkommen würde und sonst nichts zu tun hätte, glaube ich. Ich finde das auch gut, Leute auf den Kopf spucken zu können. Um irgendwie mal erzählen nur das erfolgreiche Fischen. Wofür? Um eine Verbesserung im Fischen zu kriegen. Keine Ahnung. Fragst mich Sachen, ich fisch einfach die ganze Zeit. Ich habe immer noch irgendwie Stufe 2 oder sowas beim Fischen und ich gebe mir echt Mühe. Ich fische in letzter Zeit nur noch, weil ich ja nicht in die Mine gehen kann, weil ich ja kein Schwert habe. Oh. Tja, so ist das, wenn man Quatsch baut. Da bin ich wieder was Besseres. Ich habe nur mein Schwert verloren, du blöder Idiot. Richtig. Dafür kann ich doch nix. Richtig, sehr schön, dass es selber eins ist. Frauenlogik. Muss ich außerhalb von uns daheim fischen? Felix, warum benutzen du Antithesen? Frauen und Logik gehört nicht in ein Wort. Touché. Oder warte mal. Nein! Doch! Ah! Verdammt! So blöd. Und das, also Benni zumindest ohne Bier, ne? Also. Okay, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ob ich sicher bin, dass ich nichts getrunken habe. Und ich habe immer gesagt, ja, bin ich sicher. Ich kann einfach so wie sozusagen umschalten, dass ich in einem Blödelmodus bin. Das erinnert mich dann wieder an Mel. Vielleicht hast du diese eine Krankheit, wo dein Körper automatisch Zucker zu Alkohol verstoffwechselt. Das wäre lustig, aber nee, glaube ich nicht, weil das fühlt sich anders an, wenn ich besoffen bin. Benni? Ja. Kennst du noch Mash, die Sprüche dazu? So, ein Vogel, ein Pilz, keine Ahnung, bei dem Pilz. Das war so ein schönes Spiel, ey. Das habe ich wirklich so viele Stunden mit Leuten lokal zusammengespielt, ey. Das ist krass. Gibt's bei Steam noch? Finde ich gar nicht. Das hast du mir sogar mal geschenkt, Mashed. Das ist so ein Autorennspiel, wo du, wenn du unten, sozusagen der erste bestimmt nur die Geschwindigkeit und wenn man so zu langsam wird, rutscht man ja unten raus, dann stirbst du irgendwann. Und da geht es sozusagen immer darum, Punkte zu sammeln. Und wenn du irgendwann einen bestimmten Anzahl Punkte hast, hast du halt insgesamt die Strecke gewonnen. Ansonsten fährst du halt so lange. Und du verlierst auch Punkte, wenn du als Erster oder Zweiter rausfällst. Okay. Und es gibt auch Power-Ups, wie bei fast Mario Kart. Also das ist eigentlich... Und die Physik ist ein bisschen merkwürdig, weil du kannst viel rutschen, du musst viel sliden und sowas. Leute, morgen haben wir unser erstes Jahr geschafft. Yay! Und es gibt noch nicht mal... Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch aus und lassen es bis zum nächsten Stream. Den 2. Juni Mo geschenkt. Benni, wann musst du ins Bett? Eigentlich schon ziemlich bald. Warum? Ja, so. Ich habe noch einen 2. Juni Mo. Also ich würde tatsächlich noch den einen Tag machen, damit wir im Frühling sind und dann ist gut. Wahrscheinlich der Felix. Weil meiner steht in meinem Haus. Danke. Bin ja mal ehrlich. 2 Zwillings-Juni Mos. Meine Wohnung ist viel zu klein. Fischen Stufe 9! Jawoll! Ach, gib doch an. Wer macht er das? Weißt du, wer Angeber mag? Niemand. Doch, andere Angeber. Ja, weil ich sie dann Battle of the Angebing machen können.